Trainingsspiel gegen das australische Team am Strand von Ipanema. Nach einem Turnier im Norden Brasiliens hatten Laura Ludwig und Kira Walkenhorst in Rio 2 Tage zur Regeneration. Nur Krafttraining und Physiotherapie. Das rächt sich etwas. An diesem Morgen kommen die Girls von Down Under, aktuell Weltranglisten-Siebte, besser zurecht. Wir machen das vor allem, dass wir uns extrem auf die Technik fokussieren, versuchen ans Ideal ranzugehen. Und da kann auch der ein oder andere mal weggehen. Es ist Hauptsache, dass wir uns in die Bewegung reinfühlen. So. Und da versucht man halt wirklich, wirklich an die Ideale zu kommen. Und somit kommt man auch an die Genauigkeit und so, dass wir auch konstanter wieder wären. Und dann muss halt nur der Kopf das ein bisschen umswitchen, dass man halt nicht so extrem von Technik-Denken aufs Competition-Denken kommt. Und das ist dann die hohe Kunst. Kurze Pause. Zeit für eine Analyse mit Trainerin Helke Klaasen. Sie betreut Deutschlands beste Beachvolleyballerin während dieses Trainingslagers. Laura ist gerade 30 geworden. Ihre 3. Olympischen Spiele will sie mit einer Medaille krönen. Und mit Kira hat sie sich im vergangenen Jahr einen Platz in der absoluten Weltspitze erspielt. Wir sind ziemlich weit in allen Sachen, aber noch sehr unkonstant. Also da können wir noch wesentlich stabiler auf einem hohen Level arbeiten. Ich denke, das ist ganz normal für die Phase, die wir jetzt gerade haben. Anfang der Saison sind noch ein bisschen Bewegungstraining, Techniktraining drin. Noch nicht so wirklich die Spielfähigkeit da. Von daher denke ich, läuft es nach Plan, aber da sind auf jeden Fall noch einige Schrauben, die wir drehen können. Mittagspause, 3 Stunden Luft bis zur 2. Trainingseinheit des Tages. Das heißt, ausruhen und Mittagessen. Laura und Kira wohnen nicht im Hotel. Sie sind Selbstversorger. Zum Mittag gibt es heute Açaí. In Brasilien zurzeit der Tipp für gesunde Ernährung, voller Energie mit Mineralien und halbgefroren. Bei der Hitze angenehm zu essen. Und hier soll es am besten sein. Halb 3 am Nachmittag, die 2. Trainingseinheit, beginnt mit Aufwärmen und Übungen zur Stabilisation und Koordination. Beachvolleyball ist sehr athletisch geworden. Die schnellen Bewegungen im tiefen Sand belasten die Gelenke stark. Um Verletzungen und Überbelastungen vorzubeugen, müssen die Sportlerinnen daher topfit sein. Die ersten beiden Elemente verbessern steht jetzt auf dem Plan. Für Laura und Kira heißt das Annahme und Stellen. Immer wieder. 30 Minuten lang. Nur unterbrochen durch Anweisungen der Trainerin. Aber nach vorne und hinten schaffe ich ja nicht mehr vorauszugehen. Wir haben hier guten Wind. Merken wir gerade, dass das mit dem Wind unser Thema sein wird. Da werden wir jetzt ganz viel dran arbeiten. Daher geht es weiter. Annahme, Stellen und Spielen. Noch einmal eine Stunde lang. Abschlussbesprechung nach 90 Minuten Training bei über 30 Grad im Schatten. Das ist genau das, was wir aus der letzten Woche mitnehmen. Ja, das hier ist auf jeden Fall eine Medaille. Termin bei Eckhard Schurich. Der betreut Volleyballer seit 1979. Seine Tochter Christina begleitet die Beachvolleyballerin seit 3 Jahren. Jetzt sind beide für 2 Wochen in Rio. Eine Veränderung der Schlagtechnik, um härter zu schmettern, hat die Belastung für Lauras rechte Schulter erhöht. Bei mir jetzt meine rechte Schulter, dass sie schon ganz schön krass belastet ist und jetzt auch langsam nach 15 Jahren, oh, du bist so ein professionellen Beachvolleyballspiel. Sorry, aua. Dass da schon krasse Überbelastung herrschen.
Während eines Turniers arbeiten Kira und Laura sogar vor und nach jedem Spiel mit dem Physiotherapeuten zusammen. Das ist jetzt eine reine Verletzungsprophylaxe. Das heißt, wir haben kleine Defizite, die jeder von uns irgendwo hat. Beim Normalen fällt das eigentlich gar nicht so auf. Der Leistungssportler, der muss da topfit sein, weil da sind bei der hohen Belastung selbst Kleinigkeiten halt auf. 19 Uhr. Nach 40 Minuten auf der Massagebank ist Feierabend. Für 2 Wochen bis zum nächsten Turnier haben sich Laura und Kira ein Apartment gemietet, zusammen mit Trainerin Helke. Die Klimaanlage funktioniert nicht, es herrschen 30 Grad. Vorteil, die Trainingsklamotten für den nächsten Tag sind schnell trocken. Etwa 250 Tage im Jahr sind Laura und Kira in Sachen Beachvolleyball unterwegs. Planung der nächsten Trainingseinheiten. Helke kümmert sich neben den Inhalten auch um die Buchung der Felder und um Training. Abgesehen von den Turnieren organisieren sie alles selbst. Single Session ist dann nachmittags 14:30 bis 16:30. 14:30 treffen oder was? 14:30 am Feld sein und dann anfangen mit Erwärmen. Im Hotel wohnen sie nur während der Wettkämpfe. Jetzt bleiben 12 Quadratmeter Privatsphäre. Wenn man mal 4, 5, 6 Wochen unterwegs ist, dann ist es schon so, dann sieht man sich nach Hause und sein eigenes Zimmer, wo man dann seinen Kleiderschrank hat, dann die Kleider von dem Bügel holen kann, so nicht erst wieder im Koffer rumkramen muss und so alles an seinem geordneten Platz hat. Laura? Ja? Hast du die Pumpe? Ja. Die Zeit, in der sie sich ein Zimmer teilten, ist aber vorbei. Wir gönnen uns ja mittlerweile den Luxus, dass wir jeder ein eigenes Zimmer haben, also wirklich unsere eigene vier Wände haben, wo wir uns zurückziehen können. Jeder nimmt sich seinen Freiraum und da haben wir uns gut arrangiert mit und kommen gut zurecht. Und dann ist alles wieder bereit für den nächsten Tag.